Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute mit Böhmische Dörfer, ein Spiel von DLP Games von Rainer Orléans Stockhausen. Das haben Autoren bestimmt gern, gell, wenn man immer so sie auf einen Spieletitel reduziert. Ja, das ist das neue Spiel von Rainer Stockhausen. 2 bis 5 Spieler, 30 Minuten dauert es, also was Kürzeres und Schnelleres als Orléans. Ab 8 Jahren, also tatsächlich ja, ein recht unkompliziertes, durchaus als Familienspiel taugliches Würfelspiel. Ja, böhmische Dörfer war früher ein Begriff für was, was man irgendwie, wenn man irgendwie das nicht ausspricht. Das sind für mich böhmische Dörfer. Ja? Kennen wahrscheinlich auch nur noch die Älteren unter uns, dass das Ja, überhaupt mal gesagt wurde. übersetzte das einfach natürlich Dörfer in Tschechien. Ja? Ja, Böhmen war den, Tschechien. deren Namen man nicht aussprechen konnte. Deswegen hat man gesagt, das sind für mich böhmische Dörfer. Ich finde jetzt so schlimm sind sie gar nicht, die Ja, man Namen. kann sie sich. Ja. Aber man hat sie tatsächlich noch nie gehört. Ich glaube, darauf kommt es an. Ne? Ja, das sind für mich böhmische Dörfer. Echolnitz, Jentau, ja. Ja. Und Maital, das hat man noch nie gehört. Naja. was hier passiert ist, eigentlich gibt es 9 böhmische Dörfer, wir sind aber nur zu zweit, deswegen gibt es nur 6 böhmische Dörfer. Nur Dafür haben wir das sechs böhmische Dörfer. Maximum an Leuten, die wir jetzt versuchen, in diesen Dörfern anzusiedeln, nämlich 13 Stück. Und wer alle losgeworden ist, und dann aber allerdings kommt der andere nochmal dran, wenn er dann wieder dran ist und dann immer noch alle los ist, dann hat man gewonnen. Und es funktioniert recht simpel, weil wir werden einfach, wer drankommt, würfelt hier mit 4 Würfeln und kann jetzt immer aus mindestens 2 Würfeln eine Zahl bilden. Ja, ich kann jetzt hier einen 9 machen und nochmal einen 9 und dann diese beiden 9er verwenden, um eben auf die entsprechenden Felder Ja, aber man Leute sieht hier, ne, die einzusetzen. ganzen, auf diesen Dörfern sind halt irgendwelche Gebäude drauf, die haben Nummern, die Ja. man würfeln kann. Ne? Und da gehen wir mal ganz kurz durch oder machen wir im Laufe des Spiels. Es gibt 4 verschiedene Läden, die punkten erst bei Das sind Spielende. hier die Fünfer. Genau, Nee, sowas oder? wie hier Nee, eine Bä die haben verschiedene, ne? Bäckerei, Zwei, fünf. Schneiderei, Man kann es hier sehen, das ist eine ziemlich coole Übersicht. Metzgerei, Bäckerei 2, Metzgerei 3, Milchladen Milchladen. 4, Ja. Schneiderei 5. Die wurden tatsächlich erst bei Ende des Spiels gewertet und dann möchte man halt einfach so viele verschiedene unterschiedliche Läden wie möglich haben. Dann gibt es Getreidemühlen. Ja, wenn man sich da draufsetzt, dann nimmt man so einen Getreidesack. Hier kann man Ja. sehen. Und sobald dann alle Mühlen besetzt sind, müssen gleich noch die entsprechende Anzahl Wir raussortieren. haben nur, nee, doch drei, nee, Ja. vier haben wir hier, auch Sobald dann nein. alle Mühlen besetzt Eins, zwei, sind, drei, kriegt vier. jeder für jeden Getreidesack 2 Geld. Darum geht es übrigens nämlich nicht, ich habe gerade eben behauptet, ist ja Genau. doch das Spielende eingeleitet, dass Hat man man natürlich diese nicht Figuren hat. Man gewonnen. hat dadurch nicht gewonnen. Entschuldigung, man hat gewonnen, wenn man dann auch das meiste Geld erwirtschaftet hat. Also, die Glasmanufaktur ist ähnlich wie die Getreidemühle mit der 7. Ja, wenn man sich darauf einsetzt, kriegt man so ein Glas. Und wenn alle Gläser verteilt sind, also alle Glasmanufakturen besetzt, kommen die Figuren zurück, wie bei der Getreidemühle, falls wir das auch vergessen haben zu sagen. Und dann gibt es 3 Münzen pro Figur. Also ein bisschen wertvoller als Mehl. Dieses Glas. Ja, dann gibt es Höfe mit der 8 hier, verschiedene Bauernhöfe. Wenn ich mich da einsetze, kriege ich pro Hof eine Münze. Also beim ersten Hof eine Münze, beim zweiten Hof 2 Münzen, beim Ist dritten was für 3 und so Spezialisierer. weiter. Ja. Dann gibt es Wirtshäuser. Ja, wenn ich in so einem Wirtshaus bin, dann hängt es davon ab, ob das Dorf auch schon gefüllt ist. Das ist thematisch natürlich korrekt, wenn ich alleine ein Wirtshaus betreibe und da wohnt sonst keiner. Dann kommt auch Bringt's keiner nichts. trinken. Sobald also mindestens 3 andere Gebäude in dem Dorf besetzt sind, wo das Wirtshaus ist, dann wird das Wirtshausplättchen, das man sich genommen hat, zu dem Wirtshaus aktiv. Das ist erstmal inaktiv, wird dann aktiv. Und dann generiert dieses Wirtshaus jede Runde ein Geld. Was haben wir noch? Mit der 10 haben wir ein Rathaus. Ja, die sind hier natürlich immer in der Dorfmitte. Und man muss bei Spielende ein Rathaus besitzen, sonst kriegt man 5 Punkte abgezogen. Und wenn man ein Rathaus besitzt und tatsächlich das ganze Dorf bei Spielende gefüllt sein sollte, dann kriegt man auch noch die Punkte bzw. das Geld, das hier abgebildet ist. Kirchen gibt es natürlich auch noch mit der 11. Ja, in der Kirche, da ist es so, ich krieg bei Spielende, wenn ich die Mehrheit an Kirchen besetzt habe, 10 Geld und wer die zweitmeisten hat, 6 Geld. Man muss natürlich mindestens eine Kirche dafür besetzt haben. Außerdem haben die noch einen Nebeneffekt. Ich kann nämlich jederzeit im Spiel auch einen Pasch abgeben und ihn jetzt nicht zum Verwenden der Zahl benutzen, also hier 2 Fünfer. Ich möchte aber kein Rathaus ersetzen, sondern ich möchte für den Pasch den Bischof zu mir locken. Und wenn ich den Bischof habe, dann kriege ich für jede Kirche am Anfang der Runde ein Geld. Also viele Kirchen und den Bischof ist auch noch eine Möglichkeit, an Geld zu kommen.
Und zuletzt haben wir noch die Herrenhäuser mit der 12, weil das kann man nun mal auch noch würfeln mit zwei Würfeln. Und da gibt es dann so viel, wie da abgebildet ist. Also man sieht, es gibt hier ein sehr lukratives Herrenhaus, kriegt man gleich 6 Geld und auch sehr schäbige Herrenhäuser. nur ein Geld, aber vielleicht, klar, macht man das dann voll, weil man das Rathaus... Und ganz wichtig, weil wir werden es auf jeden Fall falsch machen oder ich werde sicherlich ein, zwei Mal machen. Man muss diese Einkünfte aus dem Wirtshaus oder aus den Kirchen einfordern, bevor man selber würfelt. Also am Anfang seines Zuges, sobald man gewürfelt hat, ist der Zug abgefahren. Da bin ich natürlich auch Spezialist für. Gibt es irgendwas, wer ist denn offiziell Startspieler? Weiß ich nicht. Müssen wir uns einigen. Du darfst einfach mal anfangen, würde ich sagen. Ich darf anfangen. Ich würfel mit allen Würfeln. Und dann geht's rund. So, jetzt muss ich mal gucken. Kurz orientieren. 7, 7. Ich werde gleich mal 2 Glasmanufakturen mit 2 Siebenern besetzen. Eine hier und eine hier. Ah ja, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, genau, wir legen mal das übersichtlicher. Wir haben insgesamt 3, 4, 5 Glasmanufakturen im Spiel. Achso, dass wir das gleich schon so entsprechend machen. Und auch hier 1, 2, 3, 4 im Gläser. 4. Und 4. 4 Getreidemühlen. 4 Getreidemühlen. Okay, du hast gleich mal Glas gemacht. Zweimal Glas. Du bist ja schon voll abhängig. Kannst noch mit einsteigen ins Glasgeschäft. Hä? Könnte ich sogar. 7 ist auch eine recht häufige Zahl. Ja, das stimmt. Ja. Na gut, dann nehme ich erstmal hier Metzger. Ah ja, darüber haben wir natürlich noch nicht gesprochen, aber auch eine ganz wichtige Regel. Natürlich können bei zahlreichen Gebäudearten hier in böhmische Dörfer rausgeschmissen werden, sonst wäre es langweilig. Bei den Mühlen und Glasmanufakturen natürlich nicht, weil entweder ist da immer Platz oder es wurde ausbezahlt und es kommen ja alle zurück. Aber bei vielen anderen Gebäudearten ist es so, man darf rausschmeißen, sofern es keine unbesetzten Gebäude dieser Art mehr gibt. Also bei Wirtshäusern zum Beispiel. Ja. Und natürlich auch bei diesen Geschäften. Und der Witz ist, die gibt es nur einmal, da kann man natürlich von Anfang an. Na gut, aber ich werde tatsächlich mit der anderen 7 auch Glas nehmen. Genau, es gibt ja so eine Übersicht, ja. Wenn man kein eigenes gleiches hat, Bäckerei, Milchland, Schneiderei, Metzgerei und nie rausgeschmissen werden kann bei Herrenhaus, Mühle, Manufaktur und immer bei Hof, Wirtshaus, Rathaus, Kirche, wobei auch das immer eben gilt, gibt es bei einer Gebäudeart keine unbesetzten Gebäude mehr. So darf gegebenenfalls rausgeworfen werden. Ja. Okay, also ich habe auch ein Glas genommen. Sehr vernünftig. Vernünftig? Ja. Jetzt muss ich noch die beiden ändern und dann... Ah, ich kann tatsächlich noch mal... Aber dann würde ich halt auch gleich ein Rathaus nehmen. Mhm. Aber tja. Meinst du, das wird voll da? Das wird bestimmt voll. Ich nehme das Rathaus mit der 10 und mit der 7 nehme ich mir nochmal so ein Glas. Haben wir vorhin vergessen zu nehmen. Ich habe jetzt 3 Gläser. Das ist ja nur eine Anzeigehilfe, dass man eigentlich weiß. Ja. Na gut. Zum Glück nicht wie mit den Münzen, wo man es vergisst, dass man es nicht mehr kriegt. Mhm. Guck mal, ich mache jetzt noch eine ganz verrückte. Ich gehe jetzt tatsächlich auch aufs Glas. Zack. Mit der 7. Und jetzt kriegen wir es ja auch sofort. Jetzt kriegen wir Geld. Aber du, genau, streng genommen, wenn jetzt auch noch eine 7 wäre, das muss ich auch schon beide einsetzen. Und jetzt war ich, guck mal, ich gehe völlig verrückt. Ich gehe jetzt 11. auf die Kirche. Ich habe noch nie eine Kirchenstrategie verfolgt bei böhmischen Dörfern. Ich bin mal gespannt, was aufgeht. Okay, aber jetzt kriegen wir das Glas. Und zwar 3 Geld pro Glas. Ich kriege also 9 Geld. Ich krieg 6. Und natürlich kommen unsere Leute zurück, woran man sieht. Ne? Also Spielende, wie gesagt, da muss man erstmal... Es kann sein, dass man immer wieder neue Leute wieder zurückkriegt, auch wenn man rausgeschmissen wird und so weiter. Also das Spielende kann sich auch herauszögern. Ja, es kommt natürlich auch gerade auf welche Gebäudearten man sich bestürzt. Ob man jetzt eher welche nimmt, wie die sich immer wieder leeren. Das könnte ich schon wieder hier auf die. Aber ich könnte auch. Ich gehe jetzt mal auf einen Bauernhof, weil ich ja daran interessiert bin, dass hier dieses Dorf voll wird. Da kriege ich eine Münze. Ja, erster Bauernhof. Erster Bauernhof. Und die 5 ist eine Schneiderei. Wo versteckt sie sich? Hier. Ja. Wer sind Sie denn? Ich brauche natürlich jetzt... Ein frommer Mann wohnt in meinem Dorfe. 10 und 2, das ist ja auch ganz abgefahren. Oder 2 Sechser. Oder 2 Sechser, das wäre ganz stark in die Getreide...
Produktion einsteigen. Nee, das wechsle hier mal 5. Ja, guck mal, 5. Ja, ja, ja. Ich gehe tatsächlich, mach den 10er. Und dann 2 Fünfer gegen den 10er. Ich versuche einfach wirklich diesen... Genau, 10 Geld für den. Oder ist das verrückt? Das ist jedenfalls ein lukratives Rathaus. Ja, ach, ich probiere es. So, ich habe ihn ja hier auch schon in der Kirche. Und den 2er, dann, ja, nehme ich einfach hier den Bäcker. Bäcker. Ja. Gut. Genau, und durch die Kirche kriegst du natürlich erst Geld, wenn du den Bischof hast. Achso, ja, ich brauche einen Pasch. Dann musst du einen Pasch. Da hätte ich jetzt den 10er dafür. Ja, aber vielleicht holst du dir natürlich noch eine Kirche, aber ich weiß auch nicht, was da die beste Strategie ist. 9 und 3. Was sind die 9? Wirtshaus. Achso. Wirtshaus, ja. 9 und 3, aber da ist noch nicht ganz voll. Du könntest hier so, guck mal hier, mein. Ich raus. Ach, das wäre voll. Mhm. Ja, ich schmeiß dich hier raus. Ich werde es dir nochmal zeigen. Aua. Meine Metzgerei. Wir machen die feinsten Würste. Und hier einmal ins Wirtshaus. Und das wird tatsächlich, da kriegt man eben ins Wirtshausblättchen. Wären jetzt noch nicht 3 Leute da. Also zusätzlich zum Wirtshaus wäre es noch inaktiv. Sind aber schon 3 andere Leute da. Also ist es gleich aktiv. Und ab jetzt muss ich halt dran denken, am Anfang der Runde mir immer das reine Geld zu nehmen. Immer vergessen. Immer. Wirtshaus, Wirtshaus. Wirtshaus, Wirtshaus. Okay. 8. Guck mal, ich mache auch das. Ich mach jetzt doppelt. Mit den zwei hole ich mir den Bischof. Mhm. Und mit dem hole ich mir hier dieses. Und das ist auch 3. Nee, aber zusätzlich zum Wirtshaus. Ah, verdammt. Sonst wäre ich auch in mein eigenes Dorf gegangen. Ach, verdammt. Also. Dann mache ich das vielleicht doch nicht. Warte mal kurz. Nochmal nachdenken. Aber die 8, dann nehme ich vielleicht doch lieber. Ich habe ja einmal 9, habe ich ja auf jeden Fall. Was wir auch noch nicht erwähnt haben, man kann jederzeit beliebige 2 Zahlen abgeben, um sich so ein Nachwürfelplättchen zu holen. Ja, wenn es wirklich gar nicht passt, kriegt man auch. Also für 2. Für 2. Schön auf eine beliebige Augenzahl einfach. Ach, zeig ich mir einfach ab, das ist doch auch blöd. Was wir vielleicht auch nicht ganz klar erwähnt haben, das wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Du kannst natürlich auch eine Summe aus 3 oder 4 Würfel bilden. Aber in dem Fall würde es mir nichts bringen. Setzt man halt nur eine Figur. Ach, ich mach's trotzdem. Doch, du kannst eine 12 natürlich machen, ja, weil du sagst, ich will unbedingt ins Herrenhaus. Stimmt, eine 12 könnte ich ja wirklich machen. Mhm. Ja, das mache ich. Ich mache eine 12 und den lasse ich quasi verfallen. Und dann nehme ich mir gleich das fetteste Herrenhaus. Dann kriegst du einfach 6 Geld. Schicke Villa. Ja. Aber halt nur einmal ein Mann eingesetzt. Oh, auch bei dir. Ja, ich hab's gewusst. Oh Gott. Okay, okay. Eine 2 wäre schon mal dich aus der blöden Metzgerei. Aber was ist dann die 5? Das bin ich selber. Nee, das geht ja nicht. Das wäre Verschwendung. 3 und 4. Das bin ich auch selber. Das bist du auch selber, ja. Das auch alles zusammenschmeißen. Das ist ja traurig. Ja, nee, dann hole ich mir dafür ein Nachwürfelblättchen und dafür schmeiß ich dich raus. Das hast du jetzt einfach gemacht. Trotzdem nicht ganz so zufriedenstellend. Mist, ich krieg jetzt nicht die Sachen. Ich muss an dieses Wirtshaus denken. So, ich schmeiß dich hier einfach wieder raus. Hart umkämpfte Würstchenmarkt. Und mit 8. Hof. Dein erster Hof. Mein erster Hof kriegt noch 1. Geld. Das ist nicht die hole mir ein Geld für mein Wirtshaus. Bravo. Sehr Lokalrunde. Gut, ja, das ist eine 1, oder? Ja. Auch wenn ich die gar nicht will. Du willst keine 1. Ja, stimmt, das ist schon wieder das. Und man muss übrigens auch 2 Würfel, also ich kann jetzt nicht sagen, das ist eine 3 und das ist eine 6. Man muss 2 Würfel verwenden. Oder 3. Oder 4. Oder 4. Ich kann ja nachwürfeln. Ich gebe einfach mein Nachwürfelblättchen ab. Und da darf ich doch beliebig viele nachwürfeln oder nur bestimmt? Ich gucke nochmal. Ja, beliebig viele neu würfeln. Noch nicht genutzte Würfel neu würfeln. Ja, dann würfel ich alle nach. Und das kommt aus dem Spiel sozusagen. Das heißt, wir haben nur so und so. Das ist jetzt ein viel besserer Wurf. Ja, also viel besser. Auf jeden Fall. Jetzt mal gucken, wo muss ich denn noch hin? Ich hole mir noch das nächste Wirtshaus natürlich für die 9. Das ist auch gleich aktiv. Und für die 8 gehe ich hier auf den zweiten Hof. Mein zweiter Hof kriege ich 2 Geld. Irgendwie läuft es besser für dich, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben beide 13 Geld. Ah, aber jetzt hier. Um die Wahrheit zu sagen. Ich jetzt hier auch mal 10 wechseln. 11. Das ist für mich die zweite Kirche.
Meine Kirchenstrategie muss aufgehen. Mhm. Und mit der 5 schmeiße ich dich einfach raus. Ping! Mhm. Ich nehme mir 2 Geld und 2 Wirtshäuser. Ich wechsle hier wieder 5 Kleingeld. No. 5. Oh, ich probiere das vielleicht auch. Gibt es denn noch ein Dorf? Ja, nee. Was willst du denn? Ach so. Was ist das denn sonst? 6, 7. Hast du jetzt schon. Du hast auch noch keine Mühle besetzt. Nee. Ja. Keine Mühle. Aber das ist schon gut. Eine 3. Oh. Und die 9, auch wenn es eben. Noch nicht aktiv ist. Nicht das aktiv. Nehmen wir eins und leg so rum. Ich brauche jetzt einen Pasch um meine. Ah, perfekt. Ah nee, 5 bringt mir aber nichts. Wenn ein Wirtshaus allerdings mal aktiv ist. Und dann wieder Leute wegziehen, wird es nicht mehr inaktiv. Also da muss man wenigstens nicht aufpassen, dass man irgendwas falsch macht. Außer man wird halt rausgeschmissen dann quasi. Außer man wird natürlich aus dem Wirtshaus rausgeschmissen. Ja. Aber. Ich könnte 3 und 4 machen, bringt mir das was? Wo sind die 4? Ah ja, Tatsache. Ja, dann mache ich das so. 3 und 4. Milchladen. Okay, dann mache ich 7. Ja. Und 3. Hast du noch so ein Glasdingens? Und ein Glas. Oh, ich hab's vergessen. Ich dachte, jetzt hätte ich's. Verdammt. Hoffentlich passiert jetzt auch. Komm, nimm dir mal den Bischof. Ja, den nehme ich mir. Den nehme ich jetzt. Vergiss das doch eher. Und jetzt. Die 7 wäre auch eine Glashütte. Ja. Ganz in seiner Art. Ja, mach ich. Und ein Glas. Und ich nehme mir 2 Geld für meine 2 aktiven Wirtshäuser. Und ne, 3 bin ich selber. Ja. Mhm. 4 und 6 ist ganz gut. Ich schmeiß dich hier bei der 4 raus. Mhm. Und die Mühle Nummer 6 natürlich hier, weil dann mein Wirtshaus aktiv wird. Hm. Ha! Sehr gut. Und ich nehme hier ein Getreide. Ich nehme mir 2 Geld hier. Ah! So spielt man böhmische Töpfe. Ja, Wahnsinn, hä? Gespräche verwickeln. Wahrscheinlich auch. So, sind es entweder 8 und 9? Soll ich das mal machen? Acht, ja. Oder 12 und 5. Ah, 5, nee, da machst du 8 und 9. Dann nehme ich halt den, ja. Es gibt ja nur noch einen. Aber das heißt, dass man jetzt auch mal rausschmeißen könnte. Jetzt und 8. Der Wirtshäuser rausschmeißen, ne? Ja. Hier und kriege ich 2 Gold, weil es mein zweites Ding ist. Ich krieg 3 Gold, ich gebe 2 ab. Ich nehme mir 5. Hast du nicht gerade eben schon gewürfelt? Nee. Spul zurück. Und jetzt. Bei der Kirche kann man auch rausschmeißen, ne? Aber du musst mich jetzt, glaube ich, auch rausschmeißen. Oder? Warte mal. Was, du musst mich rausschmeißen? Nee, du mich. Weil ich jetzt gleich meine 2 letzten Figuren einsetze. Ach was? Ja, dann ist schon wär's vorbei, ne? Mhm. Weil wir erinnern uns, wenn man wieder dran ist und man hat keine Figuren, dann ist vorbei. Gehe ich hier hin, nehme mir ein Glas für die. Ja, vor allem ist ja nicht mal Klongnetz noch nicht mal voll. Und für die 8. Mein schönes Rathaus. Und dritten Hof. Und kriegt dafür 3 Geld. Oh mein Gott. 1, 2, 3 Hilfe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber du kannst mich jetzt natürlich mit. Ich krieg erstmal Geld. Rausschmeißen, ja. Ich muss dich jetzt rausschmeißen. Mit einer 4 zum Beispiel allein schon. Mit einer. Ah, das ist sehr gut, 9, genau. 11, 4, wo 4, bist du? 4. Raus. Und mit der 11 hole ich mir nämlich die dritte Kirche. Ich hole mir 3 Geld. Mhm. Meine 3. Ich finde einfach, Kirche ist viel frommer als diese versoffenen Wirtshäuser. Aber sie geben auch am Schluss noch mehr Siegpunkte. So. Dann würde ich dir natürlich helfen, ja. Das sind 5 Geld. Hm. Ja, dann hole ich mir dafür einen nach. Oder? Warte mal. Mhm.
Dann kannst du mit der letzten 7 natürlich all die rausschmeißen, aber dann kriege ich trotzdem auch Geld. Das mache ich. Dann gibt es nur noch ein Ding. Mhm. Und dafür kann ich mir auch einen Nachwürfel. Ah nein, dafür klaue ich dir den Bischof. Was? Den kann ich ja bestimmt auch einfach so haben. Den kannst du haben, ja. Oh. Können die mir zurückschauen? Weil ich keine Kirchen habe, kriege ich einfach. Du hast wieder keine Leute. Du musst jetzt mit der 7. Ja, genau, mit der 7 muss ich jetzt dich komplett wieder. Da profitiere ich natürlich von, weil. Ja. Aber naja, gut, du hast auch 2. So gut ist es gar nicht. Ich gebe 1 ab und krieg 10, ja, weil ich 3 habe und. Ja, und ich krieg 6. Dafür. Das war der eine 7er und jetzt habe ich noch einen 12er. Und den, ja, der ist ja klar, den. 4er gibt es noch. Ah, nee, 5er gibt es noch. 12 hier. Ja. Ja, das ist so jetzt. Ich krieg das nämlich noch voll. Ich sag's dir. Noch habe ich nicht aufgehört. 3 Geld für meine Wirtshäuser. Und kein Geld für keine Kirchen. Ja, du musst ja erstmal wieder den Bischof. Also eigentlich finde ich das unthematisch, dass der Bischof bei jemand sein kann, der überhaupt keine Kirchen hat. So, 7. Mhm. Und 10. Mhm. Ha, perfekter Wurf. 6 und 7. Ah, ein Glas habe ich auch nehmen müssen. Stimmt's jetzt wieder? 3 leere Dinger. Mhm. Ich habe keine Leute. 2 leere Kirchen. Du hast keine Leute? Mhm. Genau, was ich brauche. 12. Ich habe auch keine Leute. Ich krieg nochmal 2 Geld. Oh ja, also ich gebe hier erstmal, guck mal hier, 3, 5. Ja, ist alles fertig, genau, wir sind fertig. 10. Genau, das ist nochmal genau 10, schau mal. Ja, 5, ja, ich werde auch mal kurz 8, 10. Tauschen. So. Ja, ich habe hier auch nochmal genau 10. Für diese Sachen, die man noch hat, gab es die Hälfte. Also. Abgerundet. Ich hab 5. Also 4. 2. Ne? 2, wir kriegen einfach noch 2. Ist 5 zusammengezählt? Dann, dann krieg ich auch nochmal 2. So, und jetzt werden die Sachen einzeln abgewertet, ne? Willst du mal, du machst die Wertung. Jetzt, gucken wir mal, wie es die Reihenfolge hier ist. Die Rathäuser, das hier. Boah, das hast du auch noch vollgekriegt. Aber wenigstens habe ich meins auch vollgekriegt und du hast hier nochmal 1. Und hier 8. Ich krieg 9. Ich nehme mal. Ah ne, ich nehme 10. Tausch 1. So. Okay. Das nächste. Das waren die Rathäuser. Als nächstes kommen hier die Läden. Ich habe eine Metzgerei und hier, wir haben beide 2 Läden. Ja. Das heißt, jeder von uns kriegt nur 5 für die Läden. Mhm. Die Mehrheit der Kirchen, ja, ich habe 10. Gar keinen, das sind 10 für dich. Za. Hm. Und also Mehl und Glas haben wir schon gemacht. Mhm. Und das war's. Das war's. Ich gebe hier nochmal 2 Fünfe, 5 Zehner ab und gebe nochmal 5, 8, 50. 56. Oh je, ich glaube, du hast gewonnen. 20, 30, 40, 50, 60, oh. 62! Ja, es lief besser für dich, ich gebe es ja zu. Sehr schön. Aber ich glaube, die Kirchenstrategie, die ist nur für Profis. Mal gucken, ob wir einen finden. Ja, es war mir eine Freude, mit dir böhmische Dörfer zu spielen, lieber Ja, Hunter. Auf jeden Fall ein nettes Würfelspiel, wirklich einfach, ne? Hätte man gar nicht gedacht, nach Orleor hat Rainer mal was Einfaches gemacht. Mir macht es tatsächlich auch Spaß. Also man muss sich dann natürlich ein bisschen, bei der ersten Partie so ist es ein bisschen unübersichtlich, hey, was, wo, soll sich auch angewöhnen, dann die Sachen so hinzustellen, dass die anderen noch die Zahlen sehen können. Und so. Aber wenn man das mal nach einer Weile drin hat und dank der Übersicht, wenn man irgendwie auswendig weiß, was die Gebäude machen, dann läuft es auch besser. Dann weiß man im Prinzip auch schon, was man würfeln will. Und wo man sich noch hinsetzen kann. Mir macht Böhmische Dörfer auch wirklich Spaß. Also wer irgendwie gerne einfache Würfelspiele mag, ein Würfelspiel mit Eurogame-Thema. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren und kommentieren. Und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.